Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vlog von mir. Heute geht es Richtung Verl. Das ist gar nicht mehr so weit von mir. Der Sven Schurik hat eingeladen, und zwar von der Grillwerkstatt Schurik. Da begeben wir uns jetzt hin und ja, er hat ein bisschen was vorbereitet. Ein paar Bilder habe ich auf Facebook schon gesehen. Ich freue mich tierisch. Da fahren wir jetzt erstmal hin und auf die Straße. Ja, keine 20 Minuten später sind wir angekommen in Verl. Faisa, stell dich kurz vor. Ja, mein Name ist Sven Schurik, Grillwerkstatt Schurik. Und ich freue mich heute drauf, dass wir heute mal Zeit endlich gefunden haben. Ja, das wurde echt besser. Nach einem Jahr. 20 Minuten liegen wir auseinander. Und ja, ich freue mich drauf, heute mit dir hier ein bisschen was zu grillen. Wir haben ein paar Sachen mit Spießen vorbereitet. Gucken wir mal, was wir da so hinkriegen heute, oder? Ich habe schon ein bisschen was gesehen am Fleisch. Und ich sag nur Roastbeef, das riecht jetzt schon sehr gut. Habt ihr den... Also ich finde, der hat uns jetzt vorhin schon begrüßt, der Wagen, und guckt ihn nur an. Denn der Sven, der gibt nämlich auch Seminare, aber dazu kommen wir dann später nochmal. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Also, ich habe mich vorbereitet, bisschen zum Thema Spieße wollen wir heute ein bisschen machen. Ja. Wir haben ein paar Hähnchenspieße, die habe ich schon eingelegt. Die sollen so 3 Stunden mit Kokosmilch, Limettenabrieb, Limettensaft, Chili. Das ist so, wie wirst du, glaube ich, hoffe ich, wünsche ich mir, gleich mal auf den Spieß machen. Mach mal noch die Ananas ein bisschen sauber. Ja. Dann machen wir Kalbsspieße. Also das sind alles neue Sachen. Mhm. Die habe ich noch nie fertig gemacht. Mhm. Ja, die testen wir heute. Ja. Die würde ich gerne auch dann in meinen Seminaren mit anbinden. Und ich denke, das Thema Spieße ist für mich absolut geiles Thema. Und das macht mir einfach Spaß, mit Spießen zu arbeiten. Ja. Deswegen geht schnell. Kann man gut vorbereiten. Mhm. Ja. Hat ja vorhin schon gesagt, 2017 ist Jahr der Spieße, auch aus meiner Sicht her. Der Sven hat was vorbereitet, und zwar ein Fingerfood-Spieß, und zwar ein Kalbsspieß mit Speck. Das wird eine gemeinschaftliche Folge. Die werdet ihr bei mir auf dem Blog sehen, ganz normal als Rezept, also das heißt auch als Video und als Blog. Und ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir machen jetzt erstmal wieder ein paar Details. So, jetzt machen wir noch die in Kokosmilch eingelegten Kikok-Hähnchenbrust mit Ananas, die wir jetzt gleich noch auf den Grill packen. Boah, ich liebe Kikok. Kikok ist für mich, brauchen wir gar nicht, ist für mich, wird auch nur in den Seminar. Ich nehme nur Kikok. Alles andere ist für mich auch nicht mehr verhandelbar. Also das ist für mich wirklich das beste Hähnchen, was es hier so in der Umgebung gibt, und kommen wir auch, glaube ich, aus Delbrück. Ja, ne? Genau, aus Delbrück, genau. Es ist heute auch regional nah. Ja, genau. Und deswegen verwende ich das auch nur. Letztens hat mir noch ein Bauer gesagt, hier aus der Region, Kikoke sind die einzigen Hähnchen, die ohne Antibiotikum aufwachsen. Genau. Und ja, und die schmecken einfach. US Beef. Das ist der Wahnsinn. Gourmetfleisch. Wenn ihr das riechen könntet, das ist der Wahnsinn. Also das würde ich halt mal wirklich sagen, Roast Beef auf den Punkt. Ein leichter asiatischer Touch, finde ich. Riecht man jetzt schon. Also ich freue mich drauf. Also es geht erstmal rein. Ein bisschen was essen. Hier haben wir jetzt die verschiedenen Spieße. Das ist richtig schön mit Salbei, Butter noch drüber. Auf der Seite haben wir das Roast Beef mit dem Pimentos. Ja, und jetzt wird es erstmal gegessen. So Sven, der Tag neigt sich dem Ende. Ich muss erstmal vielen, vielen Dank sagen für die Einladung. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was der Sven hier für ein Equipment stehen habt, ihr müsst es. Also es ist der... Ja, es ist halt Hobby, ne?
Aber es war halt wirklich sehr, sehr toll. Hat sie gefallen? Ja, sehr, sehr. Also die Spieße, das Spießrezept, das findet ihr demnächst hier auf dem Blog, beziehungsweise hier bei YouTube und auf dem Blog dann nochmal separat. Da verlinke ich den Sven nochmal drüber. Ja. Und die anderen Sachen, ich denke mal, das Roastbeef, die Salbei-Butter. Also das war, glaube ich, heute so... Das Roastbeef. Das Roastbeef. Ich habe es euch gezeigt in dem Video, das Roastbeef. Also ich träume jetzt davon. Ich träume wirklich davon. Und das ist halt wirklich perfekt gewesen. Die Spieße, super einfach. Ich bin eh Spieß-Fan. Von daher, du hast mich mit dem Kikok-Spieß halt komplett abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und Kalbs. Kalbs. Spieß mit Bacon. Ja. Ja, das ist halt super. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich fand es war eine super Sache. Ja? Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, auch das erste Mal. Das erste Mal. Und 20 Minuten, die nehmen wir jetzt mal öfters im Kauf. Sehen wir uns jetzt mal öfter. Ja, so machen wir es. Vielen Dank. Danke. So, der Vlog neigt sich, wie gesagt, dem Ende. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Den Sven verlinke ich euch unten in der Infobox nochmal, wo ihr das alles findet. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.